Oh ja, ich habe mal wieder was Neues, und zwar das Survival Tomahawk aus dem Hause Walter. Ich habe das ja schon in der Hand gehabt, und zwar bei der IWA 2022 im, ich glaube, das war im März. Und jetzt habe ich ein Teil bei mir, habe den ganzen Nachmittag damit herumgespielt, immer wieder im Einsatz gehabt. Und wenn du wissen willst, was dieses taktische Tomahawk kann oder auch nicht, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Taktisches Tomahawk, mit dieser Scheide hier wird das ausgeliefert, das ist eine Nylonscheide, wird da so eingebracht, zumachen kann man am Gürtel klappen, alles gut, alles wunderbar. Das Ding ist natürlich relativ leicht, das kann ich da gleich einmal sagen. Bei dem Tomahawk-Kopf hast du hier einerseits einmal eine sehr, sehr schlanke, übrigens, ich darf das hier Waldo Labbadia und so weiter und Buschkraftareal, also sehr, sehr schlanke, ja, Axtkopf-Variante, ein Axtkopf, ja. Hier hinten ist dann noch einmal ein Hammer mit dabei. Der hat dann da ein Loch, wobei mir noch nicht ganz klar ist, warum das so ist. Auch hier eine Ausbuchtung. Ist das dazu da, damit es etwas leichter ist? Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wird fixiert mit zwei Schrauben hier an der Stelle. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Axtkopf nicht davonfliegen kann. Warum? Warum? Weil hier oben dieses Polymer, das verwendet wurde, dicker wird. Das bedeutet, dass da der Axtkopf irgendwie abhaut. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das Ganze ist Carbonstahl 1065. Wem das was sagt. Bitte, ja. Ich kann dir nur sagen, es ist dadurch extrem zäh, fängt aber leider ins Rosten an. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Das Ding ist cool, ja, ist wirklich cool, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Übrigens, der Baum ist tot, wir haben den schon für andere Messertests zum Beispiel. Wenn du meinen Messerkanal noch nicht kennst, oben beim i-Klicken, auch unterhalb, da machen wir andauernd Messertests. Ja. Sehr viel mehr als hier auf diesem Survival-Shop-Kanal. Auf jeden Fall, das Teil habe ich jetzt durch den Gau-Gau gezogen. Was habe ich gemacht? Ich habe gehackt. Ich habe geworfen. Ich habe damit eine Grube ausgehoben. Eine Grube? Warum macht man im Wald eine Grube? Verrate ich nicht. Verrate ich nicht. Ich habe aber dieses Mal keine Zapfen benutzt, sondern Taschentücher. Auf jeden Fall gehackt. Ja. Ich habe es geworfen. Ich habe es geworfen. Wie man vielleicht auch sieht, dass es ein bisschen schmutzig geworden ist. Einmal ist es so im Erdboden drin gesteckt. Also das hat das alles mitgemacht bis jetzt. Möchte hinzufügen, dass ich natürlich jetzt noch keine Langzeiterfahrung habe. Das ist einfach viel zu früh. Aber Nummer 1. Wenn du ein taktisches Tomahawk suchst, wenn dieser Stil dir gefällt. Also schau. Andersrum, fangen wir ganz von vorne an. Bist du ein Bushcrafter, der mit Lederscheide herumläuft und so, ja, Holz, Natur und so weiter? Na, nimm das nicht, das ist einfach viel zu modern. Also es ist ein klassisches Tomahawk, das muss ich einfach hinzufügen. Ja? Mir fällt es jetzt schwer, ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten, dass ich sage, okay, dieses Produkt ist besser als andere Tomahawks, weil, finde ich nicht, kann ich nicht finden. Ist einfach so. Ist es deswegen schlecht? Nein, ist es fix nicht. Auch hier hinten ein Lehmjadloch mit dabei, also das ist nett. Ich werde jetzt versuchen, da hinten ist ein toter Baum, da gehen wir jetzt dann hin, dir zu zeigen, wie das ist mit Tomahawk-Werfen. Ich bin total unbegabt, was das betrifft. Total unbegabt. Aber um dir einfach einmal zu zeigen, wie es von Stabilität ausschaut. Hm? Da drüben, toter Baumstamm, da hinten. Ja. Also wie gesagt, auf einem lebenden Baum, obwohl ich das hier unter Anführungszeichen dürfte, das mache ich, gebe ich mir jetzt natürlich nicht, mag ich dich auch bitten, dass man das nicht auf lebenden Bäumen macht, wenn man Tomahawk wirft. Wir hier auf Waldo Labbadia haben auch immer wieder Axt- oder Messerwerfer mit dabei, die verwenden auch Totholz, also das ist ganz klar, das ist ganz klar. Außer du schneidest ihn gleich um, du sagst, okay, haha, ich werde jetzt doch mein Tomahawk testen, weil ich schneide den Baum dann sowieso um, weil wir ihn zu Brennholz verarbeiten, das ist was anderes, aber nur so zum Spaß, natürlich nicht. So, aber jetzt zurück zum Thema. Ich bin so schlecht drin. Kommt sogar zurück. Vielleicht kann man irgendjemand einen Tipp geben, wie das besser geht, aber ich bin da echt unbegabt. Dabei probieren wir es noch einmal. Alle guten Dinge sind drei. Beim dritten Mal hoffentlich funktioniert es. Na, schauen wir vielleicht sogar schon beim zweiten Mal. Ja, alle guten Dinge sind drei. Probieren wir es noch einmal. Ich will, dass das funktioniert, ja? Langsam werde ich depressiv. Frag mich, was mache ich falsch? Sind wir froh, dass ich kein Choleriker bin, weil sonst langsam, oder bin ich vielleicht doch einer?
Ja, gibt's ja nicht. Warum bleibt das nicht stecken? Bin ich zu blöd? Wahrscheinlich. Mach ich einen Schritt hin. Vielleicht muss ich ein bisschen näher sein. Vielleicht, ja. Ja, Zapatat, Zapatat. Das gibt's ja nicht. Vielleicht mit mehr Gefühl. Mehr Gefühl, okay. Liebes Walter taktisches Tomahawk Survival Dingsbums, du da reinfliegen. Warum zum Henker willst du nicht stecken bleiben? Das glaubt man niemand, dass es nicht geht. So, einmal noch. Scheiß mit Quasteln. Was ist mit dir, Walter taktisches Survival Tomahawk? Du willst nicht in dieses Holz? Du kannst in dieses Holz hinein, Jaster, du! Aber nicht meinen Psychiater zeigen. Der soll das bisher nicht wissen. Ja, vielleicht bin ich doch ein bisschen ein Choleriker. Aber das war alles gut, jetzt geht's mir besser. Also, was ich dir sagen kann, ist, ich kann damit nicht werfen, ich treffe nichts. Also, es bleibt zumindest nicht stecken. Aber es wird zumindest nicht kaputt. Was ja auch schon was wert ist. Wir werden sie in den Langzeittest nehmen. Ein wichtiger Punkt, und ich möchte ihn noch einmal wiederholen, also es ist auch da alles noch fest, auch nach meinen Aktivitäten. Ohne Handschuh ist mit dem Arbeiten gar nichts. Das bedeutet, kauf dir gute Handschuhe dazu oder du hast sie sowieso schon. Ich verwende da die Mechanics. Ich glaube, das war's. Wenn du so eins haben willst, gebe ich da unten den Link. Vielleicht hast du mehr Glück beim Tomahawk werfen. Ich wünsche es dir von Herzen. Ich kann das überhaupt nicht. Das ist fürchterlich, ja. Egal. Wenn du eins haben willst, ich gebe da unten den Link. Sehr, sehr nett. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich da auch den Link zu meinem Messer und zu meinen Produkten. Und ansonsten sage ich, es ist zumindest nicht kaputt worden. Schreib mir gerne einen Kommentar. Daumen nach oben, nach unten sowieso und überhaupt, dein René Osman. Und es hat mich gefreut. Ciao, ciao.